Auf den Spuren von Pfarrer Kneipp. Er war auf der einen Seite so der Wasserpfarrer, einer, der diese Lehren wirklich unter die Menschen gebracht hat. In Bad Müllacken ist eines der ältesten Heilbäder Oberösterreichs. Das Wasser hat spürbare Kraft und das merken wir bei unserem Spaziergang im Pesenbachtal. Hier entspringt die Brunoquelle. Da gibt es auch die Legende, wo der knappe Bruno nach einem Kreuzzug mit Aussatz behaftet und schwer verwundet im Pesenbachtal nicht mehr weitergekonnt hat aufgrund seiner Gebrechen. Und da ist ihm, so heißt es in der Legende, in einem Fiebertraum die Mutter Gottes erschienen und hat ihm dann zu dieser Wasserquelle geführt, die Bruno-Quelle, wie sie heute heißt. Bruno, wasch dich bei dieser Quelle und trink von diesem Wasser und du wirst wieder heil. Und so heißt es, seit dieser Zeit kommen die Heilsuchenden eben ins Pesenbachtal und nach Bad Müllacken. Was unterscheidet dieses Wasser von anderen? Das Wasser ist deshalb heilsam, weil sie rein von den Mineralstoffen her sehr viel Eisen hat, sehr viel Mangan und noch ganz viele andere Spurenelemente. Und vor allem hat es einen sehr hohen Biophotonenanteil, den man auch in dieser, ja, spürige Menschen sprechen von dieser besonderen Schwingung, das dieses Wasser hat. Seit 1936 leitet der Orden der Marienschwestern den Kurbetrieb in Bad Müllacken. Sie nutzen das wertvolle Wasser, was die Natur gegeben hat. Das Quellwasser wird von ihnen geholt und getrunken. Wasser ist eine der fünf Säulen. Dazu kommen Ernährung, Lebensordnung, Heilpflanzen, Bewegung. Ja, die fünf Säulen aus der traditionellen europäischen Medizin ist sozusagen die Basis und unterstützen natürlich gerade in Fasten- und Detox-Prozessen ganz toll die Reinigung, die Ausleitung, das Bewusstwerden. Fasten, Entschlacken, die heilende Wirkung von Wasser. Keine Erfindung der Neuzeit, sondern geht zurück auf Sebastian Kneipp. Er war von den Ärzten aufgegeben, weil er lungenkrank war und ist dann einfach ins kalte Wasser gegangen und nach Hause und hat sich halt gut eingewickelt und ins warme Bett. Und das hat er einige Wochen gemacht und dann hat er gespürt, es geht aufwärts. Und somit hat er das einfach, ja, auch den anderen Menschen zuteil werden lassen. Wasserdoktor, Kräuterpfarrer, Erfinder der Kneippschen Tradition. Am 17. Mai diesen Jahres feiern die Marienschwestern seinen 200. Geburtstag. Ich habe früher einen sehr niedrigen Blutdruck gehabt und da hat mir eine Ärztin empfohlen, ich soll kneipen. Und habe es dann begonnen im Urlaub zu kneipen und das ist immer mein Urlaub. Körperliches Entschlacken und seelische Reinigung, das wird im Kurhaus gelebt. Bei der Meditation kommt Klarheit. Der Verzicht, was macht Verzicht mit uns im Körper? Es wird sehr viel entgiftet und entschlackt und dadurch eine irgendwie innere Reinigung vom Körper, wo sich der Körper dann sehr positiv regeneriert. Dann, wenn es möglich ist, in die Natur raus. Bei Berufstätigen ist einfach, ja, soll ich mir auch irgendwo eine gewisse Zeit nehmen, wo ich für mich selber einfach Zeit habe. Besseren Schlaf, geschärfte Wahrnehmung, mehr Energie im Alltag. Das und vieles mehr bringt der Verzicht beim Fasten. Anwendungen mit warmen und kalten Wechselduschen regen die Durchblutung an. Das wusste Pfarrer Kneipp schon vor über 150 Jahren. Und das leben die Marienschwestern noch heute. So ist nämlich der Brauch.